Gut, hey Leute, willkommen zum neuen Motovlog. Mit einem RS125-Fahrer und einem MT125-Fahrer. Der hat eine Radical-Anlage, ein paar andere Griffe, andere Hebel. Ich wollte die Maschine starten, nicht mal die Zündung waren. So ein paar Veränderungen bei denen. Die RS125 ist ziemlich Standard, hat nur 5000 Kilometer gelaufen, ist Baujahr 2011. Ist mega cool, der fährt erst seit 2 Tagen. Der hintere, den kenne ich auch schon. Ich kenne beide vom, als sie mich getroffen haben. Der eine, ich weiß es nicht, an Heiligabend hat mich der vordere getroffen, der andere, glaube einfach so random oder Aue treffen, ich erinnere mich gar nicht mehr, aber ich erinnere mich an sein Gesicht und seinen Namen und alles. Auf jeden Fall mega, mega cool, die Leute. Deswegen wollte ich gleich zum Thema kommen, Abo-Treffen. Es soll ein Abo-Treffen stattfinden, das genaue Datum und alles packe ich euch in die Beschreibung, die Uhrzeit und den Ort, entweder am Glemseck oder an der Löwensteiner Platte. Für die Löwensteiner Platte spricht, dass viele Leute eher aus dem Norden rauskommen und wenige halt so Stuttgart Umgebung und so weiter und so fort. Deshalb würden mehr Leute zur Löwensteiner Platte tendieren, weil dort auch anspruchsvollere Kurven und so weiter und so fort sind. Nach der Löwensteiner Platte ganz klar das Wetter. Und für mich persönlich, dass ich 45 Kilometer fahren muss. Und falls es jemanden legt, ist dort die Krankenwagen- und Polizeiversorgung sehr mager. Hier sind die innerhalb von 5 Minuten mit dem Rettungshubschrauber da. Dort in Heilbronn, bis sie dich finden. Du kannst ja gar keinen genauen Standort angeben, sondern Nähe vor der Bücherberg oder sonst wie. Einfach die Straße, auf der du bist. Und es sind längere Strecken, dass die dann halt Probleme haben. Ich denke halt natürlich auch vom schlimmsten Fall. Deswegen wird es eher Stuttgart werden, weil hier das Wetter schöner ist. Glemseck, hier gibt es auch schöne Strecken. Keine zu anspruchsvollen Strecken. Klar, meine Unfallstrecke ist auch dabei. Ich habe hier einen Unfall gehabt, auch an der Löwensteiner Platte. Also ich kenne die Stellen, wo man nicht arg zu sehr heizen sollte. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu McDonald's. Wir wollen geschwind was essen und anschließend gibt es dann Probefahrtvideos. Ich tausche mit dem MT-Fahrer und mit dem Aprilia-Fahrer. Wir werden sehen, wie das so wird. Ich glaube, der Aprilia-Fahrer wird sagen, boah, wie bequem die Honda ist von der Lenkerhöhe. Das ist ja eine Sportura, die Aprilia zum Beispiel. Da hat er sich beschwert, dass er etwas zu vorgeneigt ist. Er hätte gerne eine Lenkererhöhung. Was vollkommen verständlich ist für das erste Bike, als ich auf einer Supersportler saß, dachte ich mir, ach du heilige Scheiße, ich liebe die, ich wusste, dass sie vorgebückt ist, aber so vorgebückt kann ich da überhaupt bequem fahren. Ja, man gewöhnt sich aber an vieles und wir sind auch gleich schon da. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn enorm viele Leute kommen und wie Life of Danny schon sagte, übertreibt es nicht mit dem Scheiße bauen oder so, das war sehr gut bei meinem Abo-Treffen. Ne? Es haben nur die etwas erfahreneren Fahrer, die schon seit 4 Jahren oder so fahren, mal ein Wheelie gezogen. Das war es aber auch mit einer Supermoto. Der Rest war eigentlich relativ ordentlich, wofür ich mich auch hier bedanke. Und ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Einzelnen, der kommt, weil ich nehme mir wirklich die Zeit. Ich mag das, auch wenn ihr es nicht mögt. Ich komme zu euch und spreche euch auch an, auch wenn sich immer so kleine Grüppchen bilden, was normal ist. Versuche ich alle zusammenzubringen. Der Sinn und Zweck des Abo-Treffens ist einfach, die Leute näher zu bringen. Eventuell Partner zum Fahren zu finden, wenn du merkst, oh hey, dich kannte ich ja noch nicht, du kommst aus meiner Umgebung. Lass mal zusammen fahren gehen irgendwann oder was essen und so weiter und so fort. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall. Wenn ihr nicht könnt, seid nicht traurig, meine Maschine läuft. Ich werde im, was haben wir, Mai? Ich werde im Juni sicher noch ein Abo-Treffen mit der CBR machen. Vielleicht auch sogar noch mal gegen Ende Mai, um auf jeden Fall von berichten zu können. Also seid nicht traurig, auch wenn ihr den Führerschein erst macht. Meine A2-Maschine kommt Anfang Juli, von daher passt es sehr gut. Es wird alles öfter Abo-Treffen geben, weil jetzt die Temperaturen stimmen. Okay, wir sind bei Megas. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.